Ich stehe heute in Hannover vor dem Theater am Egi, wo heute Abend der beliebte Fernsehkoch Steffen Hensler mit seiner Kochshow Mehr jungen Frauen kocht man nicht auf der Bühne stehen wird. Natürlich wird Steffen sehr unterhaltsame und witzige Kochshow, bei der es unter anderem darum geht, wie Mann, Frau durch einfache Kochkunst verführen kann, auch hier in Hannover wieder ausverkauft sein. Zumindest geht Steffen davon im Moment aus. Umso lustiger wird es, wenn er auf der Fahrt von Hamburg nach Hannover im Radio erfahren wird, dass es wohl einen kleinen Fehler im Buchungssystem gegeben hat und leider nur 50 Karten verkauft wurden. Ich bin mal gespannt, wie er auf diese Nachricht reagieren wird. Viel Spaß! Steffen ist gerade unterwegs nach Hannover zur Show. Sein Fahrer hat Enjoy Radio eingeschaltet, unser Programm mit unserem Moderator. Mein Name ist Andreas Kuhlage und gleich bei uns der Enjoy Event Check. Und da freue ich mich heute ganz besonders drauf, denn wir laden euch ein zu einer Veranstaltung von meinem guten Kumpel Steffen Hensler. Er ist wahrscheinlich der derzeit angesagteste TV-Koch Deutschlands und heute Abend ist er in Hannover. Und wir schicken euch hin. Wir haben nämlich 5x2 Tickets für die Veranstaltung heute Abend. Also ruft an, wenn ihr dabei sein wollt. Soweit ist alles noch ganz normal. Aber jetzt ruft Steffens Tourleiter Tobias an. Moin Steffen. Moin. Bist du noch auf dem Weg? Ja, wir sind gerade losgefahren. Kacke. Ja, hier ist totale Scheiße. Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Aber irgendwas ist mit dem Ticketsystem. Also anscheinend haben wir wesentlich weniger Tickets verkauft. Ich krieg das gerade nicht raus. Aber jetzt sind wohl nur 50 Tickets weg. Die verarschen, wir kennen 50 Leute. Wir haben 50 Leute, also ich weiß es nicht. Wir haben hier die Rapporte gecheckt und irgendwie ist das durchgegangen beim Ticketsystem. Also eigentlich waren wir voll und jetzt sitzen hier halt 50 Leute und ja, müssen wir irgendwie gucken, wie wir es voll machen. Also wir sind dran. Alles klar, okay. Alles klar, bis später. Ciao. Tschüss. Was? Was weiß ich, keine Ahnung, was der auf jeden Fall, ja, 50 Leute. Ruft er bei Enjoy an? Weiß ich nicht, ich glaube, ja. Das wäre geil. Wir haben uns gerade getäuscht. Wir haben nicht 5x2, wir haben 5x20 Tickets. Kannst du auch nicht machen. Kannst du gleich sagen, oh, weißt du was, der tritt zwar auf, aber eigentlich willst du kein Schwein sehen. Im Radio wird der zweite Aufruf gesendet. Wissen, was im Norden los ist. Gerade eben hat mich der Veranstalter aus Hannover angerufen und er hat die Enjoy-Hörer um Hilfe gebeten. Was ist passiert? Ganz offensichtlich hat es ein Problem mit dem Vorverkauf gegeben. Offenbar sind erst 50 Karten verkauft worden. Halt das Fresse. Ein Computerproblem im Buchungssystem gegeben. Es tut mir jetzt natürlich schon so ein bisschen leid für meinen alten Kumpel Steffen. Das hat er nicht verdient. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir mit den Enjoy-Hörern helfen können. Denn wir verlosen jetzt, Achtung, nicht nur 5x2 Tickets, wie ich das erst gesagt habe, nein, auch nicht 10x2 Tickets, sondern, Achtung, festhalten, 700 Tickets für Steffen Hensler heute Abend in Hannover. Das ist wirklich eine Verlosungsaktion, die hat es so noch nie gegeben bei Enjoy. Und da wäre es doch gelacht, wenn wir den Laden heute nicht vollkriegen, oder? Das ist das Schlimmste, was passieren kann, weißt du? Hensler kommt. Wer? Wieso? Warum? Und zu den Tickets gibt es für die Fans auch noch eine Telefonnummer. Ja. Steffen Hensler? Hallo? Ja, genau. Hier ist die Maren. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe gerade 2 Karten gewonnen. Für heute Abend, für die Show, für deine Show. Ja, und dann rufst du mich an. Wie hast du denn bitte mal eine Nummer gekriegt? Die habe ich von deinem Bruder bekommen. Und ich wollte noch mal kurz nur fragen, kannst du vielleicht heute Abend noch mal so auf ein kleines Getränk und so ein Foto mit mir zusammen? Ich freue mich total auf heute Abend. Ja, das freut mich auch. Ich freue mich auch, wenn ihr kommt. Das ist schön. Kommt mal. Okay. Bis heute Abend. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Die hat nicht ganz gut oder was? Ich kann ja verarschen. Also gleich rufen mich alle an. Ja, schön. Bis heute Abend. Hier ist Enjoy, das ist der große Steffen Hensler Kochnachmittag heute. Ihr habt es bestimmt mitgekommen, Steffen Hensler heute Abend in Hannover im Theater am Egi. Und da gab es eine Panne, jetzt sind nur ganz wenig Tickets verkauft worden. Aber zusammen mit den Enjoy-Hörern, da kriegen wir den Laden schon voll. 650 Tickets sind noch hier bei mir im Studio und die verlosen wir weiter. Also meldet euch bei uns. Gerade eben hat der Veranstalter übrigens nochmal angerufen und gesagt, er packt noch ein paar sensationelle Preise oben mit drauf. Haltet euch fest, es gibt ein exklusives 4-Gänge-Menü, gekocht von Steffen Hensler, und zwar
bei euch zu Hause und zwar beim Gewinner. Und da ist, glaube ich, auch schon die erste Gewinnerin in der Leitung. Sophie, bist du dran? Ja, ich bin dran, hallo. Du hast gerade Tickets für ein ganz besonderes Event heute Abend in Hannover gewonnen und nicht nur das, Steffen Hensler kommt zu dir nach Hause und kocht für dich. Wahnsinn, oder? Das ist ja der Hammer. Krass. Beim nächsten Mal rufen wir an. Was ist beim nächsten Mal? Vielleicht zieh mich noch aus oder was? Der kocht nackt oder was? Der kocht nackt für euch. Er tanzt noch ein. Ich koche für euch, ich räume auf, ich wasche ab, ich mache alles. Ich fahre zur Arbeit. Und Enjoy, hilf weiter Steffen Hensler, damit der Laden heute voll wird im Theater in Hannover. Also ruft an, wir haben noch 600 Tickets für euch. Wenn ihr gleich anruft, dann haben wir auch ein exklusives Meet and Greet mit Steffen. Und ihr könnt eine Stunde Boxtraining mit Steffen Hensler gewinnen. Und obendrauf geht ihr nochmal zu einem VIP-Wrestling-Kampf mit Steffen Hensler. Wir nehmen Sie in Urlaub mit Steffen Hensler. Zwei Wochen Mallorca. Er kocht für Sie. Er zeigt Ihnen alles. Hier ist Pink und fucking perfect. Enjoy the music. Genau, fucking perfect, ey. Steffen hat die Nase voll. Jetzt ruft er beim Sender an und gerät an mich. Carsten, bitte hier. Wer ist da? Carsten, bitte. Radio Enjoy, hallo. Ja, guten Tag, Hensler. Sag mal hier, der Kuhlage, ne? Euer Moderator. Ach, ja, cool, ja. Gut, weil Sie können ja gerne Tickets verlosen. Das ist ja normal, aber nicht noch immer wie, dass ich mit den Leuten sonst was mache. Ja. Wir hatten überlegt, vielleicht noch so ein VIP-Wochenende zu verlosen, Sylt oder so. Und vielleicht könnten Sie dann direkt dann auch dem Gewinner oder der Gewinnerin dann vielleicht direkt mit denen sprechen und denen gratulieren. Ja, genau. Die wohnen wahrscheinlich mit mir noch zusammen auf Sylt. Nein, genau. Um Gottes, nein, das ist ja Quatsch. Nee. Das ist nicht abgesprochen. Ich weiß nicht, welcher Veranstalter das ist oder so. Sie können gerne die Tickets verlosen bis zur Besinnungslosigkeit. Das finde ich toll. Ja, aber er soll aufhören, diese ganzen kleinen Nebensachen noch zu verlosen. Ja, das wollen die Leute natürlich. Da haben die natürlich Spaß dran, das ist ja klar. Ja, das ist Spaß dran, das ist mir klar, die Leute. Nur ich nicht. Vielleicht auch, aber ich weiß nicht, ob ich mit allen 1000 Leuten da irgendwie mit einem muss ich zum Wrestling, zum einen zum Boxen. Und mit dem nächsten muss ich auf den Mond fahren, oder was? Das heißt, haben die alle ein Rad ab, oder was? So, ich hau jetzt ab. Die beiden nähern sich nach 2 Stunden Fahrt ihrem Ziel, dem Theater am Egi. Dort wird Steffen als Stefan angekündigt. Und wenn es um seinen Namen geht, ist er eigen. Da steht Stefan auf, sind sie bescheuert, oder was? Das will er mich verarschen, oder was? Sind die völlig kriegig, oder was? 5 Minuten später kommt Steffen auf die Bühne und sucht natürlich nach dem Verantwortlichen für das ganze Desaster. Aber wenn dann wendet ihr euch erstmal an mich. Das ist jetzt spät, ne? Ja, gut, ciao. Also, ich kann einerseits verstehe ich zu sagen, okay, Tickets verkauft, ich meine, das kann ja mal passieren, aber die können doch nicht da verlosen, dass ich für die zu Hause koche. Ich habe das nicht mitbekommen. Der Veranstalter, ist der Sack. Ich suche gerade. Jürgen? Ha! Steffen, Jürgen. Ja. Jürgen Hoffmann, hallo. Sind Sie der Veranstalter oder was? Ja. Was ist denn da schiefgegangen? Tja, irgendjemand hat da wohl 600 Tickets geblockt und die hat er wohl dann auch dann irgendwie nicht verkaufen können. Ist aufgeflogen halt, es war ein Schwarzmarkt-Händler. 600 Tickets geblockt. Man kauft ja Tickets, kann man ja nicht blocken. Naja, man kann sie blocken. Das ist durchgegangen, ich weiß nicht wieso. Also es gibt immer so Schwarzmarkt-Händler. Wie kommst du auf die Idee zu verkaufen, dass ich bei den Leuten koche und so? Naja, wir müssen ja den Verlosen etwas anbieten. Also da muss man auch manchmal so. Die kriegen die Karten schon für nothing, komm hier hin, können Sie das anglotzen, dann muss ich das ja gut, mal kochen. Wollen wir ein volles Haus haben oder wollen wir einfach hier. Das ist mir scheißegal. Auf gut Deutsch. Ich muss doch nicht bei den Leuten kochen, mit denen noch ein Wochenende verbringen irgendwo. Ja, es ist natürlich richtig, aber ich meine, letztendlich ist ein volles Haus für uns besser als ein leeres Haus, weil machen wir wenigstens noch Gastro-Umsatz. Weil wir verlieren hier eh eine Menge Geld heute. Hallo! Wer sind Sie jetzt? Ach, das ist Meet and Greet wahrscheinlich. Die Dame will ihren Preis abholen. Naja, hätte ja schlimmer kommen können. Ob der Nächste auch küssen will? Hallo? Bin ich hier? Herr Hensler. Herr Hensler. Sie sind bitte? Ich habe gewonnen. Hallo, Herr Hensler. Schickes Hemd mal besser. Hier kommt schon der nächste Gewinner. Und der hat ein Ticket für Steffen. Für Verstehen Sie Spaß.
Kein Gott, ich koche. Ich fühle mich ein bisschen unangenehm gerade. Wir können ja heute Abend nur wenig Leute kochen. Oder man kocht einfach vor einem Millionenpublikum. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Aua, das ist schon zu mir. Alle wissen, wie es wird.